Na, die Ausbeute war jetzt nicht so doll, dann verziehen wir uns direkt mal wieder. So, hier gucken wir auch noch kurz rein. Natürlich nichts. Küche, hast du etwas Feines für uns zu bieten? Nein. 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 Da ist gar nichts. Endlich mal rechte Ecke hier. Jawohl. Ja, die Dose scrappen wir mal schnell. Dosen gehen immer. Leer brauchen wir nicht. Voll brauchen wir. Der Kühlschrank, noch mehr Wasser. Und hier haben wir nochmal Cooking Pots. Die geben uns auf jeden Fall mal genügend. Also 81 habe ich jetzt hier. So, und da kommen nochmal 6 dazu. Oh, jetzt ist Moose wieder dran mit seiner Musik. Moose, es war gerade so richtig ruhig hier. 18.44 Uhr, wir verpissen uns wieder. Gucken wir nochmal, in welche Richtung das war. Genau, in diese Richtung. Briefkasten ist sowieso nur Papier, oder? Ja, tatsächlich. Nur Paper. 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 Soll ich dich tothauen? Einfach nur mal so und um des Fleisches willen. Nein, diesmal nicht. Wir laufen weiter. Ich gucke sicherheitshalber mal nach, wie weit ich von meiner Hütte weg bin. Ach du Scheiße. Da bin ich hergelaufen. Und hier unten war die eine Hütte. Gar nicht so weit weg. Würde ich aber nicht schaffen. Aber die Straße mündet gleich hier rein. Ich laufe trotzdem weiter. Ich bin lebensmüde. Ah, da trennen sich die Gassen. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Der blaue ganze Sedan, der könnte mir einen Motor bieten, wenn ich ihn auseinandernehme. Ja, könnte. Muss nicht. Kann. Immer wieder das kann. Kann, hätte, wäre, wenn. Dann gucken wir nochmal, da geht's nämlich runter. Ich wette mit euch, das führt jetzt genau an die Straße, die ich da unten schon gesehen habe. Wo ich schon lang gelaufen bin, dann aufgehört habe. Jetzt bin ich aber weitergegangen. In dem Fall knall ich dir jetzt keine. Ach, der hat gesessen. Das ist schon mal gar nicht so übel. Die Hütte da oben, genau. Yes. Ich muss jetzt leider so ruhig sein, damit ich genau zielen kann. Damit ich genau sehe, wo die Fressen sind von den Tossies hier. Putrid Girl. Ja, wir sind... was sind wir eigentlich? Frauenfeindlich? Nicht wirklich frauenfeindlich. Ah, da oben ist auch... Ich musste einfach hin. Lass mich mal gucken. Genau, hier geht's einmal rum. Dann schauen wir von oben mal runter und sehen dann, wie die Straße dorthin mündet. Ja, eine weitere Nacht jetzt schon hier verbringen. Wir haben ja noch 2 Stunden und den Rest von dieser 19-Uhr-Stunde hier, bis die Nacht einbricht. So, und jetzt müssen wir wieder fleißig ballern, und zwar mitten in die Fresse. Alter. Boah, du gehst mir jetzt auf den Sack. Ja, das wäre jetzt gemein. Immer schön umdrehen. Immer gucken. Irgendwo kommen sie immer her. Seht ihr? Ja, jetzt wird's wieder eng. 2. Jetzt habe ich dich. Und du sollst nicht aufstehen. Auch nicht. So, kann ich euch jetzt mal kurz durchsuchen. Big Mother, du hast natürlich... Oh, 9 mm Runden dabei. Oh je. Lade nach. Und jetzt ist sie weg. Okay, ich habe das Richtige rausgeholt. Ich werde mich jetzt hier einfach verschanzen.
Genau hier an Tag 10. Die Chainsaw. Hervorragend. So, und in dieses biergekühlte Etwas tue ich jetzt nämlich was rein. Und zwar Bottled Murky Water. Hab keine Lust, das Zeug jetzt mehr bei mir zu tragen. Und die Bones tue ich da rein. Und das Ei. Und dann mache ich mir erstmal eine kleine Tür. Während ich da draußen den Rest noch ausnehme, der noch hoffentlich rumliegt. Ja, der ist schon leer. So, ich hoffe, das war's. Die Tür haben wir. Die tun wir jetzt mal hier unten rein und sperren zu. Und zwar machen wir sie mal richtig dicht hier. So, das gefällt mir schon deutlich besser. Wir haben... Augenblick mal gerade. Kühlschrank. Wir haben gar keinen Ofen. Ich könnte hier gar kein Feuer machen. Ah, verdammt. Ich hätte es doch ahnen können. Nichts. Nur leere Gläser. Na gut, aber ich denke, das reicht. Ich werde jetzt hier die Aufnahme nochmal pausieren. Und dann sehen oder hören wir uns das nächste Mal wieder. Wenn das heißt hier, auf in die Stadt, ja. Erstmal alles leer machen. Ich darf natürlich nicht vergessen, beim nächsten Mal, dass ich das alles hier in dem Bierkühlschrank, im Standkühlschrank deponiert habe. Und zwar ganz wichtiges Zeug, wie ihr seht. Ja, auf jeden Fall. So, ich gehe jetzt mal nach oben und ich werde dann die Aufnahme hier auch gleich beenden. Hier noch mal ein bisschen dichter machen. Ja, müsste passen. Das müsste so passen. Komm, wir nehmen noch mal die Vorhänge ab. Dann haben wir einen wunderbaren Ausblick. Oh ja, der ist so wunderbar. Da hinten sehe ich schon den Mond schimmern. Tag 10. Es wird eng. Und da knarzt Erik Brosius, The Dogs. Ja, wer es kennt, wer es kennt. Thief Teil 3. So, wir gucken einfach nochmal aus dem Balkon hier raus. Das ist auch echt da unten so die Straße. Da gibt es direkt eine Einkaufsmöglichkeit da unten. Ja, kann man jetzt schlecht sehen. Oh ja, jetzt begebe ich mich rein. Ihr wisst, was gemeint war. Die Musik ist jetzt schon mal gestoppt. Und in diesem Sinne, wir bleiben jetzt mal einfach mal so stehen. Genau, müsste reichen. So. Bis dahin, Jungs. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Oh, immer wieder diese Zwischenstopps. Also nee, wirklich. Also bis zum nächsten Mal.